Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Hast du Probleme mit deiner Gesichtshaut? Ist sie zu fettig? Ist sie trocken? Sieht dein Make-up nicht gut aus? Neigst du zu Unreinheiten? Schuppt sie sich? Sie sieht einfach fahl und ungepflegt aus? Dann bist du jetzt bei diesem Video richtig. Ich habe nämlich eine Möglichkeit für dich im Petto, die eventuell dich von deinen Problemen befreien wird, die dir eventuell ein wenig das Leben erleichtern wird und die dich mit Sicherheit schöner, strahlender und gesünder im Gesicht aussehen lässt. Wenn du wissen willst, was das für ein Tipp ist und wenn du wissen willst, worum es in diesem Video geht, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Zuallererst möchte ich dich aber ganz herzlich darum bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn dir solche Themen wie Kosmetik, Beauty, Tipps und Tricks rund um das Gesicht gefallen. Das kostet nichts und würde mir eine große Freude bereiten. Vielen Dank dafür. Du warst bestimmt schon oft bei der Kosmetikerin. Du hast dich beraten lassen in den Drogerien. Du warst vielleicht auch schon mal des Öfteren beim Hautarzt, weil du einfach findest, dass deine Gesichtshaut ungleichmäßig aussieht. Auch wenn du Make-up drauf machst, es fängt an sich zu schuppen, sie sieht eventuell pickelig aus, sie neigt zu Unreinheiten oder zu großen Trockenheitsstellen. Du bist davon überzeugt, dass du entweder eine Mischhaut hast, dass du entweder eine trockene oder eine fettige Haut hast. Und vielleicht weißt du auch, dass hier in der Mitte, in der T-Zone eventuell es sehr fettig sein kann. Und ich möchte dir jetzt einfach mal so sagen, dass du höchstwahrscheinlich, wenn du deine Probleme bis jetzt nicht in den Griff bekommen hast, eine falsche Vorstellung von deinem wirklichen Hautbild hast. Und um jetzt herauszufinden, was wirklich mit deinem Gesicht los ist, musst du, und jetzt kommt's, tada, Urlaub von deiner Pflege machen. Du solltest nicht nur einmal oder zweimal oder dreimal im Jahr physisch in den Urlaub fahren, sondern du solltest auch deiner Haut, speziell deiner Gesichtshaut, Urlaub gönnen. Was meine ich damit? Wie soll ich denn meiner Gesichtshaut Urlaub zugutekommen lassen? Ganz einfach, du sollst deine Pflege einmal weglassen. Ja, du sollst auf die Basis deiner Haut zurückkommen, sollst gucken, was habe ich überhaupt für eine Haut. Denn ganz oft können nicht mal Menschen, die das gelernt haben, dir genau sagen, was für einen Hauttyp du hast. Klar, sie sagen, du hast eben eine trockene Haut oder da bist du trocken oder hier bist du fettig oder wie auch immer. Klar, das kann man auch mit ganz speziellen Geräten messen. Trotzdem ist im Laufe der Jahre, die wir unsere Haut falsch pflegen, ein Hautbild entstanden, was im Grunde genommen fälschlicher Weise einen Eindruck vermittelt, der gar nicht stimmen muss. Und ganz besonders wird das der Fall sein, wenn du es nicht hinbekommst, die richtige Pflege für deine Haut zu finden. Wenn du dich in den Spiegel guckst, morgens schon und unzufrieden bist, gerade dann, wenn du ein Make-up aufgetragen hast und feststellst, also das sieht alles nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Ich habe Problematiken, vielleicht sogar auch nur teilweise im Gesicht. Es kann ja auch sein, dass du nur fettig in der T-Zone bist und dich das so richtig nervt. Und du glaubst, du hast eine fettige Haut und pflegst dementsprechend falsch, weil es einfach nur etwas ist, und darauf komme ich jetzt mit dem Grund dafür, du überpflegst höchstwahrscheinlich deine Haut. Du machst zu viel mit ihr. Du probierst zu viele Dinge aus. Du benutzt vor allen Dingen die falsche Pflege, weil du denkst, du bist fettig, du bist trocken oder hast eine Mischhaut, und das stimmt gar nicht, sondern die Haut reagiert einfach nur drauf auf das, was du ihr anbietest. Und daher, es ist wichtig, dass wir alle wissen, was für einen Typ von Haut wir haben im Gesicht. Denn wenn wir eine fettige Haut, die von Grund auf fettig ist, falsch pflegen, wird sie noch mehr Fett produzieren statt zu wenig. Ja? Und wenn wir eine trockene Haut falsch pflegen, wird sie noch trockener werden, einfach weil sie überreagiert und falsche Signale gesetzt werden in dem, was wir ihr anbieten. Und für einen Laien ist es unheimlich schwer zu verstehen, welche Wirkstoffe die einzelnen Komponenten in einer Creme haben. Deswegen sage ich und ich plädiere immer wieder dafür, benutzt nur Base-Produkte. Ganz einfache Cremes, die aber ihre Wirkung umso intensiver entfalten können, weil sie weder zu viele Konservierungsstoffe enthalten, noch zu viele
Vitamine zusetze oder Mineralstoffe, was alles in diesen Dingern enthalten ist, in den Cremes, die uns zugutekommen sollen und letztendlich eigentlich nur unseren Geldbeutel schmälern sollen und uns tatsächlich dann auch schaden, weil unsere Haut falsch drauf reagiert. Wir bringen sie quasi künstlich dazu, ein fälschlicherweise zu fettiges, zu trockenes oder gemischtes Hautbild an den Tag zu legen. Und indem wir immer wieder die falschen Produkte aufbringen, schaffen wir es nicht, ein schönes Gesicht zu bekommen. Ja, es sieht immer so ein bisschen, es sieht falsch aus. Ja, es sieht schuppig aus. Es sieht unregelmäßig aus. Man merkt das oft an Menschen, die haben, das sieht uneinheitlich aus, das Make-up oder auch wenn man nichts benutzt. Es stimmt irgendetwas nicht in dem Gesicht. Es sieht vor allen Dingen oft auch fahl oder übertrieben unnatürlich aus und krank aus. Ja, wenn wir zu viel machen, dann können wir uns eine kranke Gesichtshaut heranzüchten. Deswegen, wir nehmen uns jetzt nicht nur den Jahresurlaub, um unseren Körper, unseren Geist zu entspannen, sondern vor allen Dingen wollen wir den Urlaub dafür nutzen, unser Gesicht in geregelte Bahnen zu bringen. Wir werden auf jegliche Pflege im Urlaub verzichten, bis auf Sonnenprodukte. Da bitte erkundigt euch, welches Produkt für speziell eure Gesichtshaut möglichst wenig Inhaltsstoffe hat, aber trotzdem schützt. Natürlich, das ist immer an erster Stelle. Trotzdem können wir im Urlaub unsere Haut, wir können auch wenn Urlaub zu Hause machen, ja, wir müssen uns ja nicht in die pralle Sonne legen. Wir sollten versuchen, eine Base zu finden, die wenig Inhaltsstoffe hat. Wir können auch auf ganz natürliche Produkte zurückgreifen. Da wissen wir immer, was drin ist, so Haushaltsprodukte. Ich werde noch ganz viele Videos dazu machen, was ich da am geeignetsten finde. Und dann würde ich sagen, wir machen nachts eine ganz leichte Schicht von diesem Produkt auf unsere Haut. Wirklich einmal einfach eine Feuchtigkeit, damit die Haut nicht austrocknet, sondern trotzdem noch so ein bisschen Pflege hat. Ja, aber ohne zusätzliche Stoffe. Etwas ganz Günstiges, etwas, wo wir sagen, da haben wir eine Basispflege ohne Zusatzstoffe drauf. Morgens müsst ihr gucken. Haben wir morgens noch genug Pflege drauf, dann lasst das oder spannt das Gesicht sehr. Auch dann vorsichtig, ganz wenig Produkt nur drauf tragen und dann wirklich nichts. Kein Make-up, keine Pflegecreme, keine Make-up-Base, nichts. Einfach mal nichts drauf machen und abwarten, was die Haut macht. Und bitte nicht nur 2 Tage, sondern 1 Monat. Ja, also die Haut braucht schon 1 Monat mindestens, um diese veränderte Pflege wieder aufzunehmen. Was wir noch machen können, ist, dass wir öfters mal mit einer Mischung aus Essigwasser und aus Apfelessig und normalem Wasser uns die Haut abtupfen, damit wir den pH-Wert wieder neutralisieren können. Das ist auch ultra wichtig, weil wir durch die vielen Reinigungsprodukte den pH-Wert oft so verunstalten, dass wir da schon Haut allein aufgrund dieser Tatsache schon ein falsches Hautbild verursachen. Wir können auch ab und zu mit Rosenwasser, mit 100% reinem Rosenwasser von Rosenz zum Beispiel, eine tolle Marke, einmal ab und zu abtupfen. Aber trotzdem muss nicht sein. Ja, es ist ab und zu vielleicht in Ordnung, aber bitte nicht übertreiben. Wir wollen einfach jetzt mal gucken, was unsere Haut macht, wenn wir ihr so wenig wie möglich an Pflege zugutekommen lassen. Und dann gucken wir mal, ja. Wahrscheinlich wird die Haut erst einmal überreagieren. Sie wird noch fettiger werden, sie wird noch trockener werden. Vielleicht wird sie alles zusammentun, vielleicht wird sie pickelig, unrein oder sie wird vielleicht rötlicher werden durch die Trockenheit, die eventuell vorkommt. Es kann auch sein, dass sie noch mehr schuppt als vorher. Aber dann, nach ein paar Wochen, gucken wir uns wieder im Spiegel an und beobachten mal so die nächsten Tage, was habe ich für eine Haut. Und wenn du dann wirklich von einem Experten mal wissen möchtest, was du für eine Haut hast, gehst du dann zur Kosmetikerin oder zum Hautarzt und lässt dir das einmal dann sagen, wenn deine Haut sozusagen entwöhnt wurde, ja, wie von einem Drogensüchtigen, der zu viel konsumiert hat. Einfach mal entwöhnen von allen Dingen, die wir ihr angetan haben im Laufe unseres Lebens. Und dann schauen wir mal, was können wir ihr jetzt Gutes tun? Und bitte dann nicht wieder mit voller Pulle anfangen, sondern ganz soft, so wenig wie möglich
aber so viel wie nötig an Pflege auf die Haut aufbringen. Klar, Make-up ist immer schädlich. Es gibt, glaube ich, kein Make-up auf dieser Welt, was unsere Haut wirklich gut tut. Alles wird verstopfend sein. Alles wird in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion auf unser Hautbild hervorheben. Aber ich sage, verteufelt das nicht. Aber es sollte abgestimmt auf unser Hautbild geschehen. Haben wir eine trockene Haut, sollten wir auch Produkte dafür verwenden. Lasst euch beraten von eurer Kosmetikerin und von eurem Hautarzt am besten noch, was die besten Produkte sind. Aber Vorsicht, ja, auch Ärzte und auch Kosmetikerinnen sind letztendlich gewinnorientiert tätig. Und bitte macht euch durch ganz viel Bildung, durch Aneignung von Wissen, was für euren Hauttyp am besten sein könnte, möglichst auch auf der natürlichen Basis gehalten. Immer natürlich auch mit Tests vorher, bin ich dagegen allergisch oder nicht. Das kann immer vorkommen, weil solche Produkte natürlich nicht für den Haushaltsgebrauch auf der Haut gedacht sind. Das ist, ja, weiß schon, man höchstwahrscheinlich Nahrungsmittel, die man zu sich nimmt und nicht auf der Haut aufbringt. Aber es gibt ja trotzdem, können wir unser Wissen erweitern und können uns auch eigenes Wissen aneignen für unseren speziellen Hauttyp, ganz speziell auch gedacht. Und in diesem Sinne möchte ich dafür plädieren, zu viel Produkte einfach einmal wegzulassen und mal zu gucken, was habe ich im ganz Natürlichen für eine Haut, weil wir sind dazu geneigt, zu viel drauf zu klatschen und dann kann unsere Haut gar nicht anders als zu reagieren in irgendeiner Art und Weise. Und wenn wir das auf Dauer machen über viele Jahre, und die meisten meiner Zuschauer sind in meinem Alter, dann haben wir den Salat, ja, dann haben wir eine Haut, die problematisch ist. Und das haben wir uns künstlich herangezogen durch das Überangebot der Produktvielfalt auf dem Markt. Und letztendlich verdienen da nur die Hersteller dran und wir verlieren nur dabei sowohl Geld, Zeit als auch unsere Gesundheit letztendlich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.